Moin Leute! Herzlich willkommen zu Teil 2 unserer Reihe 20 Jahre Pokémon auf einem Wagen. Ich habe hier wieder ganz viele Ordner, die wir uns anschauen werden. Und lasst uns nicht lange fackeln, es geht direkt los. Let's go, erster Ordner. Direkt neues Set, Team Up haben wir hier. Oder auf Deutsch, Teams sind Trumpf. Celebi und Bisasflor, sehr schöne Karte. Shaman Prisma, das gibt es jetzt ja relativ neu in Anführungsstrichen. Oh, da haben wir gleich eine schöne Hyper Rare, Pikachu und Seachrom Hyper Rare und auch ein Regular Art. Ampharos GX, Gengar und Mimikma, eine der schönsten Karten, wie ich finde, hier aus diesem Set. Pantimos, Hooper GX, Latias und Latios, Evoli und Relaxo, auch sehr schön. Haben wir hier noch Schönes? Haben wir auch ein paar Hypers oder Fullarts? Sehr gut. Gengar und Mimikma, Rockrust Durchhaltevermögen und Metallschutzbrille aus den neueren Karten hier. Dann nächstes Set: Potrot GX, Gewalro GX haben wir hier. Suicune GX. Das ist alles relativ unspektakulär. Despotar GX. Genesect und Alola Volnona GX haben wir hier. Den möchte ich einmal zeigen, weil ich ihn sehr schön finde. Das Gardevoir hat ein tolles Artwork, wie ich finde. Eine der schöneren vom Design her aus diesen neuen Karten. Und auch hier kommen wir wieder zu den interessanten Teilen. Hier ist sogar einiges drin. Mimikma, Jens, Richter Full Art ist natürlich schön. Genesect, Hyper Rare, Macau GX Hyper Rare und Bianca Full Art. Und hier oben haben wir noch Kahili und Nirgendwo Mixer. Nice. Dann Folipurba GX, Glaciola GX, Morgenschwing Nekrosma GX. Sind wir jetzt hier bei Ultra Prisma gelandet auf einmal? Das war ein interessanter Sprung. Naja, okay. Abmen Nekrosma GX, Dialga GX. Mal gucken, ob ein paar Goldkarten hier drin sind. Das sieht auch schon gut aus hier. Folipurba GX, Tracy, Morgenschwing Necrozma, Kaguron, Samantha und Rote Speerkarte. Leider keine von den goldenen, aber trotzdem. Dann haben wir SM6. Das ist Grauen der Lichtfinsternis. Argoyon GX, Zygarde GX Hyper Rare und Yveltal GX Hyper Rare. Hier haben wir noch eine Goldkarte, die Energieaufbereitung. Und dann haben wir auch schon SM7. Logok und Arktos war da drin. Pantimos GX. Ich erlaube mir mal hier etwas schneller durchzufliegen. Shirox GX, weil die meisten kennen die Karten daraus ja. Und ich möchte einfach die ganze Pokémon-Geschichte mal ein bisschen beleuchten. Und euch nicht mit dem neueren Kram langweilen. Dann haben wir hier Bills Wartung, einen Fallschirm und Notgürtel und Muramura GX. Und auf der Rückseite scheint auch was zu sein. Nämlich ein Logo GX Hyper Rare, Pantimos GX Hyper Rare und Elektroball GX Hyper Rare. Klasse. So, das war einer der ganz neuen Set-Ordner, die hier noch dabei sind. Ich weiß gar nicht, bis wohin noch gesammelt wurde. Aber das waren auf jeden Fall noch neuere Karten. Ich glaube, das hier sind auch nochmal neuere. Super geil. Ein Set Evolutions, das wird ja gerade so krass gehypt. Die Displaypreise und generell die Preise sind so hochgegangen. Bisasflor und Mega Bisasflor. Glugak ist auch dabei. Schön. Mega Glugak EX. Komplett ist es nicht, aber Mega Turtok, Turtok, Lamus, Mega Lamus. Also die meisten wichtigen sind dabei. Das Original Pikachu in Reverse natürlich auch. Schön. Oh, ich liebe dieses Set. Ich hoffe wirklich, Leute, ihr habt es jetzt gehört, dass Pokémon nächstes Jahr zum 25-Jährigen wieder so ein Retro-Set rausbringt. Sie wären blöd, wenn sie es nicht machen. Das Ding hier war so ein Erfolgsschlager. Das hat einfach unendlich Geld in die Kassen gespült. Und sie wären auch blöd, wenn sie das nicht machen. Kann ich mir nicht vorstellen. Rockos Durchhaltevermögen ist eine Full Art. Ist hier noch mehr? Leute, seht ihr, was ich sehe? Ich sehe einen Mega Glugak EX Fullart, Mega Turtok X Fullart, Tauboss und Mega Tauboss und noch die Übernummern. Schön. Und hier sind noch ein paar League-Promos. Mew, erster, zweiter und dritter Platz. Das Pikachu ist natürlich auch sehr beliebt. Und ein paar Pre-Lease-Promos.
die einfach mal so random hier reingestreut sind. Und dann haben wir hier, was ist denn das? Dampfkessel. Ist das hier? Hier ist das Dampfkessel, hat auch nicht so coole Karten gehabt. Das war ein relativ schwaches Set. Ich glaube, da wäre das Spannendste tatsächlich die Full Art. Aber wir durchfliegen das mal so, dass ihr trotzdem ein bisschen was sehen könnt. Hier haben wir Vulkanion, der ist ganz cool. Starlos und Mega Starlos. Dann haben wir hier unten, das ist eigentlich die beste Karte aus dem Set, das Gardevoir EX Shiny und die Professor Platan, der war zwischenzeitlich, als der noch erlaubt war, auch sehr teuer. Und jetzt haben wir hier Generation Mega Visaflor EX, Mega Turtok ist dabei, Arctos Fullheart, das war auch ein schönes Set, fand ich, Generation Blitzer EX, Psiaugon EX, Geowatz EX und jetzt kommen gleich die Radiant Collection Sachen, Flamara. Und ansonsten sieht das relativ unkomplett aus. Pikachu ist noch ganz cool. Und dann haben wir hier, was ist das? Fates Reforged. Boah, ich weiß den Namen gar nicht auf Deutsch. Aber auf jeden Fall ist das hier Fates Reforged. Regirock. Nachtara ist cool. Altaria Dianzi, Zedra King, oh doch, da ist nicht so coole Sachen dabei. Mega, Simsala, EX, Fullart ist schön. Und hier sind noch Genesect, EX, Zedra King, Altaria und Mega Altaria, Fullart. Und noch zwei Promos, Relaxo GX, die erste GX-Karte. Und Relaxo, eigentlich gehören die mehr so zu XY12, aber gut. Dann ist XY9. Mega Gardos ist eine schöne Karte, finde ich, aus dem Set. Was haben wir hier noch Schönes? Luxtra Turbo ist eine der wenigen Turbos, die mir wirklich gefallen. Togekiss. Ho-Oh ist auch schön. Der gefällt mir auch gut. Von die Fuller ist toll davon. Oh, da ist sie auch. Cool. Die können wir uns mal anschauen hier etwas genauer. Die hat eine ganz tolle Farbgebung, finde ich. Schöne Karte und natürlich auch das Gardos in Shiny und Mega Sherox X ist auch dabei. Dann haben wir hier XY8. Hier waren von den Pokémon her nichts Besonderes. Die Mewtwo und Mega Mewtwos waren halt zwischenzeitlich beliebt. Die gibt es auch in Gold. Mal gucken, ob wir die weiter hinten finden. Und ansonsten wurden hier, glaube ich, die Turbos eingeläutet in der Edition. Das ist noch so ein bisschen das Besondere hieran. Oh, da sehe ich schon eins von den Gold Mewtwo's. Der scheint von der zweiten Seite durch. Ansonsten sind beide Mega Mewtwo's da. Das ist natürlich schon mal schön. Linette war zwischenzeitlich auch sehr teuer, weil die sehr gespielt wurde. Und dann haben wir hier das Mewtwo EX in Gold und noch ein paar Promos, die hier auch eigentlich nicht wirklich reinpassen von der Position. Aber das macht nichts. Erstmal haben ist besser als brauchen, ne? Dann gehen wir zum nächsten Ordner über, bevor wir wieder einen kleinen Jump Cut machen. Jetzt springen wir mal ein bisschen in den Editionen und gehen zurück zu HGSS4 Triumph. Und gleich ganz vorne ist die Karte, die keine Nummer hat, der Alpha-Lithograph. Das war quasi damals die Secret Rare in diesen Sets. Und das ist die Zeit der Legenden und Prime-Karten. Ich nehme mal exemplarisch eine raus, weil Mew ja auch einfach das Schönste ist davon, meiner Meinung nach. Die hatten hier diesen Silberrand typischerweise und ja, waren quasi das, was jetzt GXen sind. Und ich würde sagen, Palkia und ja, also diese Legendenkarten, die bestanden halt aus zwei Teilen, Ober- und Unterseite, musste man zusammenfügen. Dann konnte man sie im Kampf einsetzen und ja, die haben nie, ja doch ein, zwei davon haben Play gesehen, aber ansonsten waren die eher relativ schwach, aber für Sammler natürlich unglaublich interessant. Genau, was haben wir hier sonst so? Jan Mega war auch eins der Pokémon, die man im Spiel, also im Turnier gespielt hat. Machomai nicht so sehr. Magneson war auch sehr spielstark. Prime. Absol ist auch eine sehr schöne Prime-Karte. Dann haben wir hier oben Celebi, ich hoffe, ihr seht das. Und Darkrai und Cresselia, Legende. Ich finde, die Legenden sind wirklich, also die sind für mich super undervalued. Das sind so wunderschöne Karten. Das Einzige, was ein bisschen blöd ist, sie hätten es, also man kann die halt nicht in den Ordner tun, sodass man das Artwork von vorne, also von so bewundern kann. Man muss sich halt immer drehen. Das ist das Einzige, was ich an den Sachen kritisieren würde. Ansonsten richtig geile Karten. Und da kommen wir schon zum dritten Set. Undaunted heißt das. Unerschrocken auf Deutsch.
Auch hier sind Primes und Legenden enthalten. Da war ein Lashoking. Was haben wir hier noch? Hundämon, Nachtara Prime, auch sehr beliebt. Espeon Prime. Hier wurde anscheinend Deutsch und Englisch gemischt in einem Ordner gesammelt. Kyogre und Groudon-Legende und Rayquaza und Deoxys. Das waren damals die teuersten. Die waren richtig gut im Spiel. Und hier ist wieder der Alphlithograph, die Secret Rare aus der Edition. Oh, eine meiner Lieblingseditionen aus der Zeit. Die zweite, HGSS Entfesselt oder auch Unleashed auf Englisch. Die Secret Rare und gleich zwei der super guten Legendenkarten. Ich glaube, ihr seht langsam, warum ich ein großer Fan von denen bin. Die Artworks von den Teilen sind einfach brutal gut. Game Changer Karte möchte ich kurz rausholen, weil die hat mir auf jeden Fall den zweiten Platz bei der DM 2012 beschert. Firewind lässt dich Energiekarten verschieben, die an deine Pokémon angelegt sind. Damit kann man halt echt kranke Sachen in Kombination mit Mewtwo X machen. Und halt unendlich Schaden. Despotar Prime, schöne Karte. X-Bud Prime, Seraking Prime. Was haben wir noch? Ursaring Prime. Sonderbonbons, auch sehr schön vom Artwork her. Und hier sind nochmal zwei Legendenkarten. Und noch ein Eifliegengraf. Dann kommen wir zum ersten Set der HGSS-Reihe. Mit Lugia und Ho-Legende waren die Chase-Karten hier raus. Auch sehr schön, da sind die beiden. Haben wir sie auch gleich schon gefunden. Und natürlich die Tornupto Prime war sehr gut im Spiel. Ampharos, Pikachu, auch ein schönes Artwork. Papunga war beliebt und wurde gespielt. Donphan Prime. Die Primes sind übrigens mittlerweile auch echt teuer geworden. Zumindest gerade in Englisch gehen die für einiges mittlerweile weg. Gucken, ob wir hier das Gyarados auch finden. Ist gerade nämlich hier. Ich glaube, das ist das. Genau, die 123 von 123 Gyarados war hier die. Das Red Gyarados war eine der Chase-Karten auch aus dem Set. Impergator Prime. Und hier wurden auch das erste Mal diese wunderschönen Energien eingeführt, die dann in Call of Legends veredelt und vollendet wurden. Ganz, ganz tolles Set, meiner Meinung nach. Oh, hier kommen wir zum Arceus, Platin Arceus Set und sehen auch gleich, was das Set ausmacht, nämlich die Arceus Übernummern AR1 bis AR9. Auch ganz tolle Karten, die man noch für wenig Geld bekommen kann. Sogar zweimal vorhanden. Das Set hatte außerdem auch eins der begehrten Lugas. Die sind mittlerweile auch sehr teuer geworden. Sogar in Holo und Reverse ist es drin. Klasse. Das freut einen doch. Dann hat man hier, man sieht es hier so am Rande, das Shinx, Shinux auf Deutsch, ist eine Shiny. Hier hätte man das erste Mal so Shiny-Karten, oder nicht das erste Mal, aber hier hatte man auch die Shiny-Karten mit drin. Die waren auch sehr beliebt. Und die Level-X-Karten waren hier ja aus dem Zeitraum und die sind auch sehr schön. Hier ist noch ein Bagon-Shiny. Ich fand die, damals waren die Shinies gar nicht beliebt. Heutzutage sind sie ziemlich teuer, weil man sie kaum bekommen kann. Das Problem ist, dadurch, dass sie einfach nur aussehen wie eine Reverse-Holo, haben halt alle Leute die für eine Reverse gehalten und die waren halt damals sehr kratzerempfindlich und deswegen ist es sehr schwer, welche in Sammlerzustand zu bekommen, weil die meisten einfach Kratzer auf der Holo-Folie haben. Gengar Level X war auch ein sehr beliebtes Pokémon. Was haben wir noch? Tangoloss. Nicht so beliebt, aber trotzdem cool. Also, das war auch eine Zeit, wo ich sagen muss, da hat mir das Spiel echt noch richtig gut gefallen. Der Power Creep war zwar schon deutlich höher, aber trotzdem hatten die Decks noch irgendwie Flair, in Anführungsstrichen, wenn man das so sagen darf. Da gab es noch Strategien, baust dich auf und so. Ach, ich verfalle schon wieder in Schwärmen. Wir finden uns über dem nächsten Ordner. So, nächster Ordner. Ich hätte sich erstmal im Ordner selber eine Bugs Training in Steph versteckt. Gucken, wie wir die da rauskriegen. Ohne sie zu beschädigen am besten. Hat geklappt. Wunderbar. Dann gucken wir gleich mal rein, was sich in diesem Ordner befindet. Nämlich was ganz anderes als der Bug. Hier haben wir Sonne und Mond. Das erste Sonne und Mond Set ist hier drin. Die ersten GX-Karten. Eine neue Era des Pokémons. Auch das ist euch ja größtenteils bekannt. Deswegen hier Trump, bist nicht mehr im Game. Ciao. Gehen wir gleich zu den spannenden Sachen. Lilifullert ist natürlich schön. Lunala Hyper ist auch schön. Das sind schon schicke Karten. Dann das zweite
Sonne und Mond Set. Auch hier gehen wir im Schnelltempo durch und gucken uns nur diese Seite an. Kapu Fala, Game Breaking Card, wurde in jedem Deck gespielt. Sehr schön. Nacht in Flammen. Oh Leute, wird hier das Glugak drin sein? Das Glugak Hyper Rare. Werden wir hier einfach mal ein paar hundert Euro im Ordner finden. Wir werden es gleich sehen. Nämlich jetzt. Auf der Seite ist es nicht. Und es gibt auch keine nächste Seite mehr. Schade. Oh, das wäre doch jetzt nochmal ein Highlight gewesen. Hier war es nicht. Dann haben wir hier schimmernde Legenden. Auch das ist, glaube ich, hinreichend bekannt. Aber hier haben wir noch ein paar schöne schimmernde. Rayquaza und Arceus und auch ein paar schöne Full Arts, Mewtwo und Entei. Und, oh, nice, auch das Hyper Rare, Mewtwo, Zoroark und Entei. Und Pokémon sich drin in Full Art, das ist natürlich nett. Dann haben wir hier SM4. Auch hier ist eigentlich, das ist so eins der schwächsten SM-Sets, die es hier gab. Hier ist, glaube ich, gar nichts Spannendes. Ah, gut, Gyarados ist noch ganz okay. Aber ansonsten war dieser Ordner jetzt wenig spektakulär, wie erwartet. Aber jetzt kommen zwei, die haben es wieder in sich. So. Als erstes an der Seite hat sich wieder ein Impegator versteckt. Schöne Karte. Weiß nicht, warum die hier drin ist, weil sie auch wieder thematisch keinen Sinn macht. Aber das macht auch nichts. Ich versuche nochmal ein bisschen besser zu fokussieren, genau. Ja, hier haben wir jetzt Platin Ultimative Sieger. Hier sind auch schöne Karten drin, wie dieses Rayquaza Level X, C Level X und Knackhack C Level X. Der hat einfach mal das gesamte Format dominiert. Zusammen mit Luxray, der ist aber in einem anderen Set. Staraptor FB Level X. Ihr merkt schon, wir sind wieder in der Level X-Zeit angekommen. Und hier gab es auch Übernummern, nämlich in Form zum Beispiel von diesem Zapdos. Auch eine sehr schöne Karte und auch wieder mittlerweile durchaus sehr schwer zu bekommen. Wie sich die Zeiten geändert haben, ne? Dann haben wir auch hier ein Glugak drin. Das haben wir als Rare und als Reverse. Und das Glugak Level X ist auch mit dabei. Das ist natürlich erfreulich. Und dann haben wir das Ganze hier auch nochmal scheinbar teilweise auf Englisch. Zumindest einige Karten. Blaziken. Und ein Yanma Shiny ist auch dabei. Cool. Relaxo Level X haben wir hier auch. Wir haben, was haben wir noch Schönes? Hier sind auch richtig schöne Karten wie dieses Flamara oder Panferno Level X ist auch cool. Dementsprechend befinden wir uns hier gerade schon im nächsten Set, nämlich Aufstieg der Rivalen oder auf Englisch Rising Rivals. Und da ist auch dieses Luxtra Level X drin. Das hat einfach mal mit dem Guard schon das ganze Format 2A dominiert. Das war so krass. Und das ist immer noch mein Lieblingsdeck. Ich habe das noch aufgebaut. Ich spiele das noch regelmäßig im Mirror Match gegen andere. Und das Set ist einfach ein Traum. Galagladi Level X ist hier noch. Und fliegendes, surfendes Pikachu. Hier gab es diese weirden Rotoms. Waschhitze, Schneidrotom. Die waren auch witzig. Und jetzt sind wir im Platin-Set angekommen. Hier gab es die Shamans als Level X'en. Was gab es hier noch Schönes? Gucken wir mal weiter. Die Dialga Level X, auch das, sehr gute Karte. Drapion Level X haben wir hier. Auch schöne Holos, wie zum Beispiel die Giratina hier oben. Gefällt mir sehr gut vom Artwork her. Und Nocturne, Sichlor und Electic. Aus dem ehemaligen Basisset haben wir einen Reprint als neu aufgelegte Karte bekommen. Und hier haben wir wieder zwei Shinies, Vulpix und Loturzel. Und hier haben wir gleich noch ein weiteres Zwirrlicht. Und Zwirrfinst Level X ist auch dabei. Hier sind wir jetzt im Set Sturmtief angekommen. Hier ist schon wieder eine Shiny, das Drifflon. Auch das ein sehr schönes Set. Unter anderem mit Machomai Level X. Der war auch einfach mal sehr cool. Die Karte hier. Gyarados hat auch einfach mal ein ganzes Format dominiert. Ist auch eine sehr krasse Karte. Man hat einfach drei oder vier Karpados in den Ablagestapel gemacht. Gyarados Attacke kopiert. Also man muss halt einen Gyarados ins Spiel bekommen. Da hat man mit Ditto unter anderem dieses Gyarados gemacht. War das? Das war doch das, oder?
Genau, hier Vergeltungsschweif. Null Energie, diese angefügt 30 Punkte, weil der Anzahl Cardboard-Karten in deinem Ablagestapel zu sein. Man konnte halt Save 90 für 0 machen und über Umwege hat man sogar hinbekommen, 120 für 0 zu machen. Wenn der Gegner auch Gyarados gespielt hat, dann konnte man nämlich alle Cardboards in den Ablagestapel legen und hat dann mit Ditto angegriffen. Dann haben wir noch hier die Gigas Level X. Wir haben, was haben wir noch Schönes? Raichu Level X, auch eine unglaublich schöne Karte. Heatran Level X. Die Trainer waren auch sehr gut aus dem Set hier. Dann haben wir Great Encounters mit Scorgo Level X, Magnezone Level X. Was gab es hier noch Schönes? Mann, das waren Zeiten, Leute. Also wenn ihr da nicht Pokémon gespielt oder gesammelt habt, habt ihr echt was verpasst und solltet euch in diese Sets auf jeden Fall nochmal einlesen. Hier gibt es auch wirklich sehr schöne Artworks. Ich kann jetzt nicht im Detail auf jedes einzelne eingehen, weil dann brauchen wir Stunden, aber hier ist echt krasser Shit drin. Zum Beispiel Selfe Turbots Vesprit Level X war auch ein Deck. Ist zwar zu einer Zeit gewesen, wo jetzt keine Major-Format waren. Ich glaube, Originals konnte man mit dem Deck spielen, aber das war ein richtig witziges Deck. Selfe war ein Staple in jedem Deck. Und hier haben wir noch Mewtwo Level X, natürlich auch eine sehr schöne Karte. Jawohl. Was haben wir hier noch Schönes? Dann haben wir Majestic Dawn. Mit Porygon Z Level X und Glaceon Level X und Rhyperia Level X. Oder war das auch Legends? Hier ist gemischt worden. Hier ist Legends Awakened und da ist Majestic Dawn. Ich war gerade verwirrt, dachte so, wir waren doch noch nicht bei Majestic Dawn. Jetzt kommen wir schon Majestic Dawn. Von den Artworks her ist dieses Set einfach nur überragend. Da gehe ich gerne auf ein paar einzelne Sachen nochmal ein. Schaut euch allein hier oben das Glacian an, das Arctos und das Laziola Level X. Sehen die nicht absolut crazy aus? Richtig, richtig tolles Set. Hier waren alle Evolutions auch mal drin, die es zu dem Zeitpunkt gab. Das Nachtara im Schnee, auch eine wunderschöne Karte. Knackrack Level X ist, glaube ich, mit das schönste Knackrack, was ich bisher gesehen habe. Psyana, auch wundervoll. Für alle Evo-Liebhaber war das Set ein Traum. Flamara, aber auch guckt euch das Lavados oder das Pinferno zum Beispiel an. Also das waren für mich noch Artworks, die einfach geil aussahen und nicht wie dieses computeranimierte Zeug, was heute war. Ich meine, mir ist schon klar, die meisten Sachen davon sind auch computeranimiert, aber das, ich meine, gucken wir mal dieses Stillleben hier um diesen Sichlor an oder hier dieses Folipurba. Ja, das ist doch eine ganz andere, das ist doch ein ganz anderes Level, oder Leute? Was meint ihr dazu? Also ich finde diese Artworks, da kann das heute nicht mithalten. Muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, wieder ein Ordner durch. Und wir nähern uns mit großen Schritten den alten Karten, die im Übrigen, ich zoome mal kurz hoch, da in diesen Ordnern befinden die sich. Und die kommen im nächsten Video. Aber jetzt machen wir erstmal noch unseren dritten Ordner aus diesem Trio. Ich hole hier immer drei Stück und auch hier befindet sich aus mir unbekannten Gründen an der Seite ein Imperator Delta. Ich meine, ich will mich nicht beschweren, das ist eine tolle Karte. Warum sie da ist, weiß wahrscheinlich keiner so recht. Palkia Level X. Great Encounters ist das Set hier, was wir jetzt gerade vor uns haben. Das vierte Set aus dieser Era. Das ist übrigens das Lieblings-Pokémon meiner Frau und in dem Lieblings-Artwork meiner Frau. Also ich glaube, das ist auch mit Abstand das schönste Pummeluff. Zeigt mir gerne oder beweist mir gerne das Gegenteil, wenn ihr noch schöne Pummelus kennt. Hier haben wir nochmal Folipurba, der hat sich, glaube ich, verirrt. Der sollte hier eigentlich nicht rein, das war ja Majestic Dawn. Dann haben wir hier oben Lepomentas oder auf Englisch Claydol. Auch der wurde in jedem, absolut jedem Deck mehrfach gespielt. Der hatte einfach die brokenste Ability, die man sich vorstellen kann. Lege bis zu zwei Karten unter dein Deck, ziehe dann bis zu sechs auf. Kannst du einmal pro Zug machen, wenn du mehrere Claydols hast, auch mehrfach. So kann man auch einfach durch sein Deck ziehen und zwar ohne, dass es einfach zu broken wird. Also war trotzdem Balance, weil man muss ihn ja auch erstmal aufbauen. Dadurch wurde das Spiel auch langsamer. Jetzt haben wir hier Secret Wonders. Hier gibt es auch schöne Karten. Zum Beispiel dieses Ho-Oh, sehr schön. Oder auch dieses Entei. Oder auch dieses Glurak hier oben. Das hier, was wir zum Glück in Reverse und in Holo haben. Fantastisch. Level X gab es nur drei Stück hier. Kramchef.
Dann gab es noch ein Gardevoir. Mal gucken, ob das auch noch hier drin ist. Und hier ist auch eine der Karten Gallade und Gardevoir. Das war ein Deck, was auch eine ganze Saison dominiert hat. Lugia ist hier auch drin. Und hier ist es auch schon, Gardevoir. Und Gardevoir Level X, das Gardevoir ist das, was ich meinte. Das ist, also A, sieht schon mal krank aus. Und mit Telepass konntest du eine zweite Supporterkarte pro Runde spielen. Und das war so broken, dass es einfach ein ganzes Format dominiert hat. Seht ihr hier dieses Mew? Das sieht auch einfach mal anders geil aus. Und hier haben wir noch ein Electivire Level X, was eigentlich aus diesem Set hier stammt. Mysterious Treasures, das zweite Set der Reihe. Auch das hatte nicht so viele Level Xen, aber haufenweise schöne Artworks. Und dieses Magman Level X hat man auch im Turnier gespielt. Ach ja, Leute, wenn ich so in diesen Zeiten schläge, ne? Raumzeitverzerrung, eine der Chase-Karten damals, wirf drei Münzen, durchsuche jedes Mal dein Deck, wenn die Münze Kopf zeigt, deine Ablagestapel nach einer Pokémon-Karte und nimm sie auf die Hand. Also ein Average 1,5 Karten, die man damit zurückholen konnte, das war schon super effekt. Und das ist die Übernummer dieses Sets. Und hier war auch noch Lucario drin. Team Magmas, Team Galactic Swagger, auch eine Karte in jedem Deck drin gewesen. So, das erste Diamond and Pearl Set. Empoleon Level X, sehr, sehr beliebtes Pokémon gewesen zu der Zeit. Hier waren keine besonders spielstarken Karten drin, aber mit Shellterra und Empoleon und Panfernum natürlich die drei Starter, die jeder dann auch haben wollte. Panfernum Level X, da ist er. Das waren die drei Karten, die hier drin sind. Und ja, schon wieder drei Ordner durch. Mein Gott, es macht mir echt Spaß, mit euch in diesen alten Zeiten zu schwelgen. Und ich würde sagen, wir machen noch zwei Ordner machen wir noch und dann ist Schluss für dieses Video. Bis gleich. So, machen wir weiter mit den letzten zwei Ordnern für diesen Teil. Wir haben hier Ordner mit haufenweise Promos. Ziehe ich nochmal ein Stück zurück. So, das hier sieht mir aus wie ein gemischter Promo-Ordner. Hier haben wir alles Mögliche von Stuff, Pre-Lease-Promos bis zu normalen Pre-Lease-Promos. Wir haben hier Victory Cups, First und Second Place, National-Promos, Regional-Promos, Stuff-Regional-Promos, aber dann auch so Silandos Full Art, die First-Tickets, ganz viel Stuff-Promos auf jeden Fall. Was haben wir hier noch? So was wie hier, das Eevee-Stuff ist natürlich nice, unten links. Ja, ganz viele Events. Hier sind jetzt Liga-Promos, Professor-Programm. Was gibt es hier noch Schönes? Arena-Cup-Promo. Victory Medal, das ist natürlich sauber. Was ist hier noch? Ja, also einfach eine bunt gemischte Promosammlung, wie mir scheint. Hier sind noch richtig viele Liga-Promos auch wieder. Das ist richtig nice. Collector, die sind arschteuer. Victory Cups sehe ich oben, sind noch einige. Ja, auch noch mehr Liga-Promos, Liga-Promos, Liga-Promos. Jetzt sind hier Pop-Promos. Ob da wohl auch die... Oh, Victory Medal, das ist nice. Hier unten rechts. Ob hier wohl auch Pop 5 auf uns wartet mit den Goldstars? Wir werden es sehen. Lasst uns gespannt darauf warten, Freunde, ob wir hier die Goldstars sehen. Oh, hier ist Pop 5. Bitte, 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 bitte kommt, Leute. Die müssen da drinnen sein. Ja! Oh mein Gott! Da sind sie. Psyana. Surface. Clean. Centering. In Ordnung. Rückseite schaut auch gut aus. Kleines bisschen Whitening hier unten. Ansonsten schön. Nachtara. Surface clean. Front sieht gut aus, keine Kratzer. Centering ist auch gut. Und oh, kein Whitening. Oh Leute, ich muss diese Karten gleich erstmal in die Hülle tun. Ich habe sie jetzt auf den anderen Ordner erstmal kurz draufgelegt. Aber ich will sie auch nicht wieder zurück tun, ehrlich gesagt. Noch eine Victory Medal. Huh. Das war crazy gerade. Diese ganzen POP-Promos hier. Ich glaube, ich werde verrückt. Also, das war bisher, glaube ich, der geilste Ordner mit diesen Promos.
Ich lege die einfach mal ganz kurz hier drauf. Ich will erst kurz das Video zu Ende bringen, bevor ich hier einsteige. Und ja, noch ein Ordner mit Promos. Diesmal neuere Promos, die mir erscheinen. Ganz viel Stuff und Pre-Release-Promos wieder. Regional-Promos. Hier, das ist gut. Stuff Pichu. Stuff Blastoise ist auch richtig was wert. Sehr schöne Karten dabei. Deutsche und englische gemischt. Das hier scheinen mir überwiegend die Stuff-Promos zu sein. Pre-Release-Promos. Noch mehr Pre-Release. Oh, hier oben sind hier auf einmal Rockets Raikou und Rockets Nobilikat und der Absol. Das ist ja auch einfach mal crazy, dass die einfach mal hier so aus dem Nichts auftauchen. Da oben auch nochmal auf Englisch einfach mal drin. Die sind natürlich auch neat hier. Jetzt kommen ältere Promos. Richtig sweet. Oh, Charmeleon, der ist auch krass. Eieiei, hier sind ja richtig kranke Sachen dabei. Das ist Pokémon History, Leute. Also genau das ist der Grund, warum ich dieses Spiel liebe und was ich an diesem Spiel liebe. Einfach diese Erinnerungen, diese Andenken. Wenn ich sowas wie Rockets Mewtwo oder das Rockets Hitmonchan Winner, das ist doch, also das sind uralte Karten, da kommen einfach Erinnerungen hoch, Leute. Das ist, ja, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es ist gerade echt. Ah, wie schön. Das ist doch geil. Das macht doch Spaß, hier sowas durchzugucken. Alter, Alter. Hammer. Richtig, richtig geile Sachen. Hier wieder die alten Holo-Energien. Hier sind noch mehr Holo-Energien. Hier, dies ein ganzer Stack voll Liga-Promo-DCEs, ey. Verrückt. Winner-Promos. Also das, die beiden Ordner, die waren hier mit Abstand das Highlight. Und ich finde, das ist auch ein würdiger Abschluss. Und im letzten Video gucken wir uns dann 2, 4, 5, 6, 7, 8 Ordner an. Nämlich die ganzen aus den allerersten Editionen. Und ich freue mich jetzt schon darauf. Aber bis dahin müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Aber freut mich, dass ihr wieder dabei gewesen seid. In dem Sinne, euer Dennis von Lottikat, der jetzt erstmal diese beiden schönen Dinge einhüllen geht. Bis dann. Tschüss.